Hey, ich bin Hermann Scherer und ich kann mich noch gut erinnern, irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, wie kriege ich eigentlich all diese PS auf die Straße? Und da war klar, du brauchst einen Plan. Und da ich an über 18 Hochschulen und Universitäten natürlich auch Entrepreneurship, Unternehmertum und natürlich auch Marketing gelehrt habe, habe ich einen solchen Marketingplan entwickelt. Irgendwann schrieb sogar mal eine Zeitung, Hermann Scherer gehört zu den 10 besten Marketing-Experten Deutschlands. Das war sicherlich nicht die Wahrheit, aber so ein bisschen was habe ich dann dennoch zusammengeschrieben. Und mit dir kann ich jetzt diesen Marketingplan durchgehen. 10 Stufen, 10 Kapitel. Wir sind hier beim ersten Kapitel. Du bist also genau richtig. Übrigens, wenn du den Marketingplan nicht hast, du kannst ihn dir runterladen. Unten ist der Link. Und dann hast du ihn vollkommen kostenlos. Aber bleib jetzt dennoch dabei, denn das, was ich zu erzählen habe, geht auch ohne Marketingplan. Und du holst ihn dir dann, um die anderen zusätzlichen 9 Stufen zu vollenden. Und bei der ersten Stufe geht es tatsächlich darum, den Markt zu differenzieren. Denn Erfolg besteht ja nicht nur, wie wir glauben, aus der Qualität allein, sondern auch noch aus der Kommunikation der Qualität. Und es gibt so viele Menschen, die sind so großartig und sind so gut und du gehörst da sicherlich auch dazu. Aber was nützt es, gut zu sein, wenn keiner es weiß? Was nützt es, besser zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? Und ich habe hier mal so ein Beispiel im Plan drin, wie das in meiner Branche so ist. Aber ich möchte dich mal fragen, wie ist das eigentlich in deiner Branche? Und ich stelle mir gerade die Frage, bist du einer der Normalen, einer der Besseren oder einer der Experten? Und damit meine ich eben nicht in der Qualität, sondern in der Kommunikation von deiner Qualität. Stell dir vor, du bist Heilpraktiker. Da ist ein Beispiel und du hast eine Praxis und alles läuft gut und du bist einfach mit deiner Praxis da. Und dann wäre meine Überlegung, schon mal weiterzudenken, gibt es eigentlich jemanden, der das besser im Mittelpunkt hat, der mehr sichtbar ist in deiner Region? Oder gibt es vielleicht sogar jemanden, der sozusagen als der Gesundheitsguru gilt, weil er ein Buch geschrieben hat, weil er sichtbarer ist auf Social Media oder weil er vielleicht sogar einen Fernsehbeitrag oder was auch immer geleistet hat? Oder du schaust sogar über die Landesgrenzen hinaus und stellst dir die Frage, wer ist eigentlich so mein Benchmark? Und jetzt spielt es gar keine Rolle, ob du Fotograf bist, ob du Steuerberater bist, ob du Rechtsanwalt bist, ob du irgendeine Dienstleistung hast, sondern mein erster Schritt wäre wirklich mal zu gucken, was ist der Benchmark? Was machen die, die zumindest besser zu sehen sind als du? In deiner Region, in Deutschland oder auf dieser Welt. Und dann differenziere mal, wie sind die Einkommensströme? Können sich die Menschen, davon gehe ich aus, leichter, schneller und auch noch teurer verkaufen? Und ich stelle ganz häufig fest, dass viele Menschen zwar fleißig sind und arbeiten und tun, aber die Spitze vielleicht anstreben wollen, aber noch nicht mal wissen, wo wäre eigentlich die Spitze, die es schon gibt in meinem Markt. Wer ist denn der Leuchtturm in deiner Branche? Und selbst wenn du ihn identifiziert hast, wäre meine nächste Frage, was könntest du denn tun, um diesen Leuchtturm zu toppen? Oftmals nehmen wir uns auch Anleihen gar nicht von der eigenen Branche, sondern vielleicht von ähnlichen Branchen. Vielleicht sogar von ganz unterschiedlichen Branchen. Ich weiß von einem Zahnarzt zum Beispiel, der hat ganz viel Recherche bei Hotels gemacht, weil er wollte dieses Guten Tag, welchen Termin haben Sie denn? Mehr in die Richtung Rezeption, in die Richtung Concierge, in die Richtung Feel Well reinbringen und hat sich damit, zumindest in diesem Bereich, einen ganz anderen Namen gemacht, weil er damit seinen Markt anders gesehen und sich damit logischerweise differenziert hat. Also, insofern, guck mal, wie kannst du dich differenzieren und wie sieht dein Markt überhaupt aus? Und was darfst du tun, um Olympia zu werden?
Denn das ist mein Anspruch, dass wir gemeinsam Olympia erreichen. Ich finde es toll, ganz oben zu stehen. Dann wird die Luft zwar ein bisschen dünn, aber es ist meistens viel, viel leichter, die Spitze anzustreben, weil fast alle suchen irgendwie die goldene Mitte und wundern sich dann, wenn diese verstopft ist. Also kurzum, wir sehen uns an der Spitze. Apropos Spitze, was immer ganz nach oben ragt, ist der Daumen. Wie wär's denn, wenn du unten auf Abo, auf Daumen hoch und auf was Nettes drauf drückst? Danke fürs Dabeisein, dein Hermann. Möglicherweise war das schon so eine kleine Inspiration für dich. Gerne natürlich noch mehr, ganz bewusst zur Umsetzung und auch um zu sehen, was sich damit alles erreichen lässt, gibt es natürlich noch einen Online-Workshop von mir. Vollkommen kostenlos, einfach um eine richtige Begleitung zu haben. Wenn du dabei sein willst, klick da unten. Ich bin gern für dich da.